Also herzlich willkommen zum Making-of von Transactor, der Commodore oder PET-8296-Demo, die wir letztes Jahr auf der Deadline-Demo-Party in Berlin released haben. Ja, also erstmal zu meiner Person. Wer bin ich eigentlich? Ja, ich bin Softwareentwickler, schreibe hin und wieder Fachartikel oder halte komische Vorträge und ansonsten ist mein Hobby Demoszene. Mein erster Computer war, wie man hier sich denken kann, nicht der C64, sondern ein C128, den ich 1985 zu Weihnachten gekriegt habe. Ja. Also, das Demo, das wurde maßgeblich von der Gruppe Rabenauge, aber auch von Plush entwickelt. Und diese Präsentation hier, die läuft halt im Rahmen von der Gruppe Rabenauge und vom Computerkunst e.V. Berlin. Ja, wir machen jetzt hier ein bisschen Fremdwerbung für den Computerkunst e.V. Wir machen vor allem die Deadline-Demo-Party in Berlin. Aber auch Präsentationen wie diese oder andere Sachen, die mit Computerkunst und Demoszene zu tun haben. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was ein Demo ist. Deshalb zeige ich jetzt erstmal eine Demo, bevor ich weitermache. Und zwar die Demo, um die es geht, Transactor. Muss noch die Diskette holen. Das Problem ist, die Musik ist hier über einen PC-Speaker, das ist relativ leise. Das ist jetzt eigentlich, haben wir zwar ein Klinkenkabel an den Rechner dran gelötet, aber ich glaube, geht das? Okay. Sehr gut. Nee, das ist hier auch männlich. Es ist USB Oasis. Also alternativ hätte ich das auch noch als Video, aber das ist dann natürlich nicht live gezeigt. Okay, dann halt das Mikro ran. Also bitte leise sein, damit man die Musik auch hört. Seid ihr eigentlich? Also das Besondere daran ist, wie hier auch steht im Text, dass wir einen neuen Grafikmodus entwickelt haben, den sogenannten Mode 2.
Das Besondere beim Motu ist, der Computer kann eigentlich nur ein Schwarz und ein Grün. Und beim Motu gibt es halt bis zu drei grüne Töne. Da ist das Softscrolling beachtenswert. Ja, jetzt kommt nichts mehr. Ich denke, ich kann das abbrechen. Ja, ich hatte gehofft, ihr sagt jetzt, nee, lass es noch laufen, aber. Ich kann das eventuell nachher auch nochmal als Video abspielen, dann hätte man die Musik besser, weil das war, glaube ich, jetzt leider wirklich leise. Das ist schade. Okay. Also eine Demo ist halt ein ausführbares Programm, wo Computerenthusiasten zeigen, was eine Maschine kann und was sie selber künstlerisch und programmiertechnisch und musiktechnisch können. Also Grafik, Musik, Sound. Und hier war halt das Besondere im Prinzip, dass wir oder ich den Motu entwickelt haben, der halt drei Grüntöne auf dem Rechner zur Verfügung stellt. Ja, eine Demo macht man im Prinzip, weil man halt auf sich messen will mit anderen Demo-Gruppen und guckt, ob man halt ein besseres Demo macht und natürlich auch aus Spaß an der Freude und auch aus künstlerischen Aspekten und so weiter. Also da gibt es die verschiedensten Motivationen. Hin und wieder gibt es auch kommerzielle Demos, aber die sind meistens unkommerziell. Ja, wieso habe ich eine Demo auf dem 8296D, also D ist die Version mit den Diskettenlaufwerken hier. Es gibt diesen Computer auch ohne D, das heißt, dann sind die Diskettenlaufwerke nicht mit drin. Aber ansonsten sind die identisch. Ja, aber wieso habe ich dafür eine Demo gemacht? Ganz einfach. Als Demoszener ist es halt so, wenn man eine Hardware besitzt, besitzt man sie nur dann auch wirklich, wenn man sie besitzt, wenn man darauf eine Demo machen kann. Und eigentlich habe ich mir den Rechner gekauft, weil ich das Design so toll fand. Ich wohne in Berlin, den hat dann ein Bekannter von mir in Köln von einem Profi-Händler, der war wie Trödelhändler, abgeholt. Ich habe dann mit Mietwagen den, als ich eh mal in der Gegend war, dann von Köln nach Berlin geholt, weil ich kein Auto habe, habe ich mir dann halt einen Mietwagen geholt und ja, so nimmt man dann auf sich.
Dann bekam ich eine Spielkonsole Vectrex aus den 80er Jahren, spottbillig, von einem anderen Freund mit der Auflage, ich kriege die nur so günstig, wenn ich dafür auch eine Demo mache. Also die hat mir 100 Euro Preiserlass gegeben, das heißt, ich musste dann erstmal für das Vectrex eine Demo machen, weshalb der Pad bei mir irgendwie ein Jahr lang nur rumstand. Ja, und dann irgendwie hatte ich das Vectrex-Demo fertig und ein schlechtes Gewissen. Ich dachte mir, ja, jetzt habe ich den Pad, jetzt muss ich ihn auch benutzen. Aber es war natürlich auch nicht so einfach, weil er hatte zwar die Diskettenlaufwerke, aber wie kriegt man was auf den Rechner drauf? Also man will natürlich nicht auf dem Computer selber entwickeln, sondern Software auch aus dem Internet holen und so weiter. Ja, damit fing es dann an. Dann habe ich mir hier das Pad 2SD bestellt über die Webseite Selma Retro. Es soll jetzt keine Werbung sein. Die hat einen Rumäne gebaut. Also der macht die in Kleinserien und verkauft die über Selma Retro. Es hat dann irgendwie 2 Monate gedauert, bis ich das hatte. Das entsprechende Kabel, das war damals so ein Industrienormkabel. Das wurde benutzt, um Drucker, Diskettenlaufwerke und andere Hardware anzusteuern. Das habe ich mir dann in China bestellt, weil es da am günstigsten war. Das hat auch wieder gedauert. Dann brauchte ich noch ein Netzteil dafür und ja, dann irgendwie nach 4 Monaten oder so konnte ich dann endlich auch dann mal richtig was machen, ohne nur den Computer direkt benutzen. Also ich konnte dann auch was vom PC drauf laden. Ja, jetzt sind hier mal die Specs. Also der Pad kam 1984 auf den Markt, hatte, also dieses Modell, der Ur-Pad, der kam schon weitaus früher raus. Also dieser 8296 kam 1984 auf den Markt, hat laut meiner Recherche damals 4.400 D-Mark gekostet. Allerdings habe ich in einer anderen Recherche gefunden, dass er mit Drucker 4.400 Dollar gekostet hat in der USA. Deshalb kommt mir hier dieser Preis eigentlich fast zu billig vor. Aber da gibt es widersprüchliche Angaben im Internet. Ja, er hat den Prozessor 6502 mit ca. 1 MHz Taktfrequenz, also ist jetzt gerundet, hat 128 KB RAM, was per Bank-Switching benutzt werden kann. Also dem Basic stehen 32 KB zur Verfügung, wie beim C64 auch. Aber man kann dann als Assembler-Programmierer auch die anderen Speicherbereiche benutzen und hat dann dementsprechend 128K RAM. Ja, das ROM, das hatte ich jetzt auch mal 20 KB geschrieben. Das ist auch unabhängig von den Länderversionen. Also in den unterschiedlichen Ländern war das ROM auch unterschiedlich groß. Als Videochip war der sogenannte CRTC drin. Das ist im Prinzip auch der Vorläufer vom VDC, der dann im C128 für den 80-Zeichen-Modus zur Verfügung war und letztendlich auch Vorläufer von CGA-Grafikkarten und EGA-Grafikkarten sind. Also die Register sind da schon noch gleich, nur dass die späteren Chips halt entsprechend viel mehr Farben hatten und Grafik konnten, weil der konnte eigentlich nur Text darstellen. Mit, wie gesagt, eigentlich 2 Farben, aber wir haben es halt auf 3 Grüne geschafft. Ja, der Monitor ist integriert, das ist auch wichtig, das erkläre ich nachher. Und dann hier dieser Bus für das Diskettenlaufwerk etc. Und er hatte einen PC-Speaker, also was Ähnliches mit 3 Oktaven und Rechteckform. Ja, ja, jetzt, wir haben halt für das Demo selber halt natürlich herkömmliche Tools benutzt, aber so wie 3 unterschiedliche Assembler, weil wir halt 4 Programmierer waren und dementsprechend jeder seinen Lieblingsassembler hat. Jeder hat auch einen unterschiedlichen Texteditor benutzt. Dann haben wir den Pad-Emulator Vice benutzt. Das Problem ist, er kann vieles nicht. Also diesen Mode 2, diesen neuen Grafikmodus, kann der Vice nicht. Und ich glaube, das wird er auch in absehbarer Zeit nicht können, weil dann müsste er auch das Monitorbild simulieren. Ja, dann habe ich Versionsverwaltung Git, so ganz modern. Die Hardware, die ich eben gezeigt habe, Pad SD,
dann so ein Disk-Image-Tool, um Disketten-Images zu erzeugen. Und dann haben wir halt selber noch Software gemacht, um das überhaupt machen zu können. Und zwar habe ich das Programm Hunter geschrieben, was den Videochip jagt. Also jagt eigentlich, man könnte auch entdeckt sagen, aber Explorer wollte ich es nicht nennen. dann hat in 10 eine Hardware entwickelt, weil mit dem Pad to SD war das alles etwas langsam. Deshalb haben wir noch eine Hardware entwickelt, um ein Pad mit PC zu verbinden. Das ist diese Hardware hier, also auf der einen Seite ganz normal USB und das ist hier ein User-Port, der auch beim C64 vorhanden ist. So. Und ansonsten hat dann Bifart auch noch einen Grafikkonverter geschrieben, aber dazu komme ich später. Ja. Dann das kurze Teamvorstellung. Also ich, der hier den Vortrag hält, habe halt das Projekt initiiert, weil ich der einzige Pad-Besitzer in dem Team bin. ansonsten bin ich Programmierer. Dann Utz, der ist Musiker, aber auch sehr guter Retro-Programmierer, weil wenn ich die Musikroutine geschrieben hätte, wäre die bei weitem nicht so gut gewesen, wie die Utz entwickelt hat, weil er halt auch als Musiker die notwendigen Kenntnisse hat, um einen guten Musikplayer zu schreiben. Grill hat einen super Part geschrieben, den Endpart, so Voxel-Space-Grafik, absolut top. Und hat mir ja auch sonst an einigen Stellen Support gegeben. In 10 hat diese Hardware entwickelt und dafür die PC-Software mit mir geschrieben. Die PC-Software ist in C und die Pad-Software ist in Assembler geschrieben. Aber dann noch Bifart halt, der den Grafikkonverter geschrieben hat. Und Titus, ich dachte, der wäre hier, ist leider nicht hier, der hat die Grafik gemacht. Dann noch Jago, der hat noch einen anderen Part im Pad geschrieben. Das war ich auch sehr froh, dass er das getan hat, weil das ist auch schön. Ja, also wie habe ich angefangen? Ich habe halt den Rechner gehabt und erstmal ein bisschen rumgespielt. Ich habe halt Testprogramme gemacht, die den Bildschirm-Chip irgendwie, also den CRTC, so ein bisschen malträtiert haben. Und auf einmal hatte ich ein zweites Grün. Und ich hatte keine Ahnung, wieso. Und ich konnte es auch nicht so richtig reproduzieren. Aber ich dachte mir, boah, es geht ein zweites Grün. Und war total fasziniert. Und das wollte ich natürlich dann auch vernünftig können. Hier sieht man das nochmal. Das, ja, wie ich dann später rauskriegte, sind es drei Grüntöne. Hier das Dunkelgrün, das ist das hier, das ist das normale Grün. Und wenn man die beiden Grünen überlappt, ich sage eigentlich lieber Grüns, dann ergibt sich ein Hellgrün, was hier auf dem Foto leider wie weiß aussieht. Aber im Prinzip ist das ein sehr helles Grün. Hier sieht man nochmal den Mode 2. Was man hier jetzt auch sieht, dass es zwei Ebenen sind. Nämlich hier das Hellgrün und im Hintergrund das Dunkelgrün. Da in dem Screen sieht man es auch nochmal sehr schön, dass es zwei Grüntöne sind. Und hier der Himmel hier von dieser Landschaft, das ist, könnte man ohne diesen Spezialgrafikmodus nicht darstellen. Und hier unten sind Zahlen, die hochlaufen, das ist auch mit diesem Mode 2. Ja, wieso kam ich zu dem Namen Mode 2? Und zwar, ich habe ihn Mode 2 genannt, weil ich habe es das erste Mal mit dem Register 2 des Grafikchips hinbekommen. Wie ich nachher feststellen musste, ist Register 1 besser geeignet, aber ich habe es das erste Mal mit Register 2 hinbekommen. Außerdem dachte ich am Anfang, es wären zwei Grüntöne, wusste noch nicht, dass drei gehen. Und dann, ich weiß nicht, wer die Spielkonsole Super Nintendo kennt, da gibt es einen sogenannten Mode 7. Und in Anlehnung an den Mode 7 habe ich es dann halt Mode 2 genannt. Äh,
Ich mache jetzt mal einen Switch. Einen Moment. Jetzt benutze ich das PetUSD, weil es jetzt nicht auf Diskette ist. Jedenfalls keine aktuelle Version. Jetzt lade ich dieses Programm, was ich entwickelt habe. Hunter. So. Mit diesem Programm kann man halt relativ einfach die Register vom CRTC beeinflussen. Jetzt kann ich zum Beispiel Register 1 ändern und man sieht, es passiert das. Und zwar erhöht er die Anzahl der darstellbaren Zeichen in der X-Achse. Deshalb hatte ich, der kann normalerweise 80 Zeichen oder normalerweise werden 80 Zeichen dargestellt, er kann aber 106 Zeichen nebeneinander. Und was sieht man, wenn es nicht mehr raufpasst, dann kommen auf einmal hier andere Zeichen in dunkelgrün. Sie sind eigenartigerweise spiegelverkehrt, oder ich erkläre gleich, wieso es spiegelverkehrt ist. Und sind mehrere Ebenen, was man hier sehen kann. So, wenn ich jetzt R mache, macht er ein Reset, macht er wieder die Default-Einstellungen. Und jedenfalls habe ich auf die Art und Weise, nachdem ich das erste Mal dieses zweite Grün gesehen hatte, mit Hilfe dieses Testprogramms dann relativ schnell gesehen, wie man diese zwei Grüntöne hinkriegt. Wenn man weiß, wie es geht, ist es ganz einfach. ja. Und zwar... Ich erkläre es nochmal. Es verhält sich folgendermaßen. Also normalerweise passen maximal 106 Zeichen nebeneinander auf dem Bildschirm. Wenn man dem Grafikchip sagt, er soll mehr darstellen, zeichnet er das auch. Bei einem Röhrenmonitor, aber aus irgendeinem Grunde zeichnet er das beim Rücklauf. Das sieht man hier. Das sind hier invertierte Spaces und diese invertierten Spaces sieht man natürlich und die Rasterzeile ist hier unter dem vom E. Ich hoffe, das sieht man. Und weil er beim Rücklauf halt die Zeichen wieder aus dem ROM holt, aber rückwärts geht, werden die Zeichen natürlich gespiegelt. Und weil er beim Rücklauf schneller ist, werden die Zeichen breiter und außerdem ist die Lichtintensität nicht so groß. Deshalb würde es ein dunkelgrün. Wenn man dann wieder darüber zeichnet, also ich habe hier beim Rücklauf diese invertierten Spaces gemacht und beim normalen Durchlauf den Text Rabenauge. Und dadurch hat man zwei Ebenen und wenn sich diese beiden Grüntöne addieren, dann gibt das halt ein hellgrün. Dadurch kriegt man dann halt auch beim Plasma-Effekt hier sehr schön zwei Ebenen hin, also einmal dieses dunkelgrün und hellgrün und ja, oder halt hier sowas. Ja, im Prinzip hatte ich jetzt schon gesagt, was hier die Eigenschaften sind. Ich habe das auch auf einem Commodore 8032 getestet. Der hat den gleichen Grafikchip, allerdings hat er nur 2 Kilobyte Bildschirmspeicher. Also für 2000 Zeichen braucht man halt 2000 Bytes. Dann hat er noch 48 Bytes übrig.
Und da passt dann halt nicht mehr so viel rein, um da diesen Grafikmodus Motu zu machen. Also das sieht man hier. Man braucht halt viel Bildschirmspeicher, um das machen zu können. Und deshalb geht dieser Grafikmodus nicht auf dem 8032 vernünftig. Also, oder man müsste das Bild verkleinern, was der CRTC auch kann. Aber dann ist das Bild halt nicht mehr bildschirmfüllend. So. Ja, dieses Tool Hunter, das ist in Assembler geschrieben. Das wird demnächst mal als Open Source veröffentlicht. Aber wenn ich was als Open Source veröffentliche, dann soll es auch schön sein. Und ich hatte noch keine Lust, das schön zu machen. Deshalb dauert das noch ein bisschen. Ja, also nachdem wir oder ich dann diesen Motu entwickelt hatte, merkte ich halt, dass mit dem Pet2ST das extrem nervig ist, immer die Sachen hin und her zu kopieren, also SD-Karte mounten, R-mounten, drauf kopieren, dann umstöpseln und da waren mal locker 2 Minuten um. Und wenn man da wirklich mal an kleinen Parametern was testen will, dauert das zu lange. Deshalb hat dann Daniel für mich freundlicherweise hier diese, also in 10, diese Hardware hier entwickelt, Rahmenlink. Und damit ging dann die Entwicklungsarbeit auf einmal erheblich schneller. Also auch das wird demnächst als Open Source veröffentlicht, die Bauanleitung und der Source. Aber wie ich eben schon sagte, das dauert alles, damit es auch schön dokumentiert ist und so weiter. Die Software, das war mir wichtig, dass sie auf PET-Seite nur 256 Bytes groß ist, damit die A schnell geladen wird und B möglichst wenig Platz wegnimmt, den ich für das eigentliche Programm, was ich übertrage, in Anspruch nimmt. Ja, der Utz hat halt relativ früh schon angefangen, Musik zu machen. Also er hat dann da verschiedene Player-Routinen getestet. Die mussten natürlich, also das Problem ist, sie durften nicht viel Rechenzeit verbrauchen, damit die Demo-Effekte gut sind. Und das ist gerade bei so einer langsamen Maschine mit nur so Rechteckformen nicht so einfach. Also da ist man als Musiker eigentlich froh, wenn man mehr Rechenzeit hat, damit es gut klingt. Aber ich finde, er hat da wirklich sehr gute Arbeit geleistet, auch wenn ihr es wahrscheinlich eben nicht so schön gehört habt. Es tut mir leid. Hier ist nochmal so der Zeichensatz. Also der Pet hat also das ist verschiedene Zeichensätze. Ich habe jetzt mir ja einen exemplarisch gezeigt. Also er hat noch einen mit Groß-Kleinschrift zum Beispiel. Und hier dieser deutsche Pet hat auch noch einen mit Umlauten, eine Schrift. Und aus diesem Zeichen werden dann per Konverter die Grafiken gemacht. Also der Konverter wurde übrigens von Bifat in C und der Programmiersprache Lua entwickelt. Das hier, da sieht man nochmal, das war die Ausgangsgrafik, die der Titus gemacht hat, und das ist das Ergebnis. Hier sieht man auch, denke ich noch, dass es eigentlich Buchstaben oder PETSCII-Zeichen sind, also diese hier letztendlich. Und wenn sich das dann noch bewegt, wie in dem Demo vorhin sichtbar, dann sieht man eigentlich fast nicht mehr, dass es ursprünglich Buchstaben waren. Ja, was ich eben schon gezeigt hatte, also ich habe im Prinzip, der Pet hat halt diese 80 mal 25 Zeichen normalerweise, also dieses Modell. Es gibt auch welche mit 80 mal 25, 40 mal 25, aber dieses hat halt 80 mal 25. Aber mit hier Hunter konnte man ganz schnell sehen, dass halt auch mehr Zeichen gehen. Das ist, nee, falsche Richtung. Das gleiche geht auch noch. So, jetzt schiebe ich das nach oben. Ups, zu weit. Und kann das hier auch. Also da kann ich dann statt 80 mal
25, 106 mal 36, aber das ist dann ein bisschen unsicher, deshalb habe ich nur 104 mal 35 gemacht. Das ist sicherer, dass das dann auf den Bildschirmen, also ich habe diesen Rechner jetzt zweimal zu Hause, um zu gucken, ob die sich auch gleich verhalten. Und wenn man so ans Limit geht, dann verhalten sich dann doch manchmal ein bisschen unterschiedlich die Bildschirme. Deshalb habe ich im Demo dann tatsächlich nur 104 mal 35 statt halt den 106 mal 36 genommen. Da sieht man nochmal ein Bild, was mit dem Grafikkonverter konvertiert wurde. Hier sieht man den großen Rand noch zum Monitor. Das ist halt die Standardauflösung von 80 mal 25. Und jetzt das gleiche Bild mit 106 mal 35. Das ist jetzt auf einmal bildschirmfüllend und man sieht, wie erheblich größer dann doch dieser Bildausschnitt ist. Okay. Ja, ich weiß nicht, wer von euch den VIC kennt, also den Grafikchip vom C64. Der VIC hat ja ein sogenanntes Soft-Scroll-Register, sowohl für X- als auch Y-Achse. Und der Pad hat das halt nicht, weil er ja eigentlich nur Text darstellen kann. Und eigentlich. Auf der X-Achse ist es mir leider auch nicht geglückt, aber auf der Y-Achse ist es im Prinzip auch kein Problem, dass man Soft-Scrolling hinbekommt. Und zwar geht das, indem man das Sync-Signal ändert, also im Prinzip die Position, wo das Bild anfängt zu zeichnen. Und das kann man zeilenweise machen. Und das sieht man hier, das passiert immer wieder, wenn man Sachen macht, die der Chip nicht mehr verkraftet, dann kommt sowas. Achso, Entschuldigung. Also nochmal. hier kann man ganz weich scrollen, bis das kommt. Aber man kann ja auch wieder. Das passiert immer wieder, dass so ein Grafikmüll kommt. Deshalb, wenn ich hier R drücke, macht er mal Reset und die Default-Einstellungen wieder. Und wie gesagt, ein Soft-Scrolling ist auf dem Rechner durchaus möglich auf Y-Achse. Übrigens, wenn man das Programm verlässt, dann macht er nochmal einen Dump von den Bildschirmvariablen. Also links ist das Bildschirmregister, das hat wirklich nur 11 relevante Register und rechts sind dann die Values, die in dem Register drin sind. Ist halt auch hier sichtbar. Noch interessant ist, also die Gruppe ORB hatte 2010 eine Demo mit einem Spezialgrafikmodus gemacht. Wir haben einen ähnlichen benutzt, und zwar wie man hier vielleicht sieht, sind das Buchstaben, weil der Pad kann ja nur Buchstaben, aber die sind abgeschnitten. Moment. Die sind und zwar hatte, wie gesagt, ORB hatte da einen Grafikmodus gemacht, dass die Buchstaben nur noch 2 Zeilen hoch sind. Und dadurch kriegt man quasi eine höhere Auflösung. Die haben das allerdings auf einem Pad mit weniger Bildschirmspeicher gemacht. Deshalb war das Bild dann nicht bildschirmfüllend. Aber hier mit dem vielen Bildschirmspeicher, den 8 Kilobyte, die da hat, kriegt man das hin. Ich zeige das jetzt auch nochmal auf realer Hardware. Und zwar geht das mit Register 9. Da sieht man, dass die unteren Zeilen abgeschnitten werden. Er zeigt das Bild jetzt doppelt, weil der Chip so initialisiert ist und merkt, er hat oben das gezeichnet, er weiß nicht, was unten hin soll, deshalb zeichnet das einfach nochmal. Kann das aber durch
am Rumstellen an anderen Registern auch wieder ändern. Also man könnte ja jetzt zum Beispiel hier wieder so. Ja, müsste ich jetzt ausprobieren, aber es geht. Und mit diesem Trick kann man halt im Prinzip eine höhere Grafikauflösung machen. Also das haben wir halt hier an der Stelle gemacht. Also beziehungsweise Grill hat das gemacht, der dann da den Voxel Space Pirat gemacht hat. Und wie ich vorhin schon sagte, hier der Himmel ist deshalb so hell, weil da im Hintergrund die invertierten Spaces in Mode 2 sind und hier bei den Zahlen auch. Ja, sind hier nochmal eine Auflistung der Register. Also wie man sieht, der hat wirklich nicht viele, aber beim VDC, also ich habe auch einen C128 und die Register sind identisch, nur dass der C128 noch mehr Register hat, weil der halt auch richtigen Grafikmodus hat und 16 Farben. Allerdings ist es mir auf dem C128 nicht geglückt, den Mode 2 hinzukriegen auf den ersten Versuch. Also da scheint sich der Monitor anders zu verhalten oder der VDC, also dass er beim, wenn das Bild Überbreite hat, beim Rücklauf nicht zeichnet. Ja, hier sind nochmal Links. Also die Quellenangaben, das überspringe ich jetzt mal. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und hier ist noch eine kleine Stickerei von meiner Tochter. Wenn ihr wollt, kann ich das Demo nochmal als Video mit Sound zeigen. Das ist okay, oder so. Der Pad kann natürlich auch das schöne D-Load, wie auch der C128. Man hört nichts. Also ich schon. Okay. Schade. Okay, dann zeige ich es doch vom Video. Also, hier. Ach so, ihr seht gar nichts. Aber das Falsche. Nee, Ton beginnt erst, wenn man... Das ist immer noch sehr leise.
Okay, ich glaube, das reicht. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wir haben jetzt auch noch Zeit, also ich stehe noch gerne für Fragen. Also. Okay, tschüss. Keine Frage? Niemand noch was anbieten? Ja. Am Schluss das Bild mit der Frau. Ja. Wie habt ihr es hinbekommen, dass sie sich so schnell bewegt? Also das ist, geht wirklich sehr flott. Ja, das liegt daran, weil also wir haben ja diese 8 Kilobyte Bildschirmspeicher und der hat halt einen Pointer. Also du kriegst kannst die Pointer verändern und dadurch musst du nicht so viel kopieren. Also musst schon ein bisschen kopieren, aber relativ wenig. Also weil das sind da auf dem Screen, das war 104 mal 35, das waren irgendwie 3700 noch irgendwas Byte. Und das kriegst du so normalerweise nicht hin, so einfach. Aber dadurch, dass man nur vor allem nur den Pointer ändern muss, ist es dann doch einfach und so schnell. Okay, dann noch viel Spaß.